Das Salz der Erde, viertes Kapitel. Die nächsten Tage brachten große Unruhe über das Dorf, so dass darüber der ganze Streit zwischen Igor und dem Geistlichen fürs Erste vergessen schien. Oder aber das Schwein hatte bei der Popenfrau doch großen Beifall gefunden. Es war nämlich der Tag der Rekrutenaushebung gekommen, und da sorgt und fragt alles nur um das eine. Wird unser Sohn oder Bruder Soldat werden müssen? Oder kommt er frei? Des Judenweizen blühte bei dieser Gelegenheit. Nicht nur wurde mehr getrunken als sonst, sondern man beriet sich auch heimlich mit ihm über Mittel und Wege, wie dieser oder jener wohlhabende Bauernsohn freigemacht werden könne. Die Ärmeren sahen gar kein so großes Unglück darin, wenn das Los sie traf. Denn viel schlechter als zu Hause würden sie es ja doch nicht haben. Und dabei kam man noch in fremde Städte und konnte allerlei lernen und sehen. Ja, mancher hoffte bei dieser Gelegenheit vielleicht sein Glück in irgendeiner Weise machen zu können und dann niemals mehr in diese engen Verhältnisse zurückkehren zu müssen. Die Reicheren aber boten gern Bestechungsgelder, um freizukommen. Am Abend vor der Abfahrt der Jünglinge an den Ort, wo die Aushebung stattfand, riet Igor seinen Bekannten, die dabei in Frage kamen, doch alles zu vermeiden, was auch nur den Anschein hätte, als wollten sie sich dieser Pflicht entziehen. Es sei Unrecht vor Gott und Menschen. Das schien aber den Betreffenden so unerhört, dass man ihn einfach auslachte. Als nun am Abend darauf die jungen Leute betrunken und johlend in das Dorf kamen und man die einzelnen Resultate erfuhr, ballte mancher arme Bauer die Faust vor Zorn, dass ihm die notwendige Arbeitskraft vom Dorf genommen wurde, während sein wohlhabender Nachbar mit ein paar hundert Rubeln Bestechungsgeld davongekommen war. Nikitas Bruder Krischa war auch zum Soldaten angenommen worden, und Igor ermahnte ihn, nun endlich damit ernst zu machen, dass er ebenso wie Nikita und er an den Heiland gläubig würde. Sonst würden die Versuchungen zur Sünde ihm in der Ferne zu mächtig werden. Er lachte aber und meinte, lass mich doch mit solchen Geschichten in Ruhe. Ich bin froh, dass der Oberst zu mir gesagt hat, ich sei der längste Rekrut aus dem Dorfe und käme infolge dessen nach Petersburg in ein Garderegiment. Denkt doch, was ich da alles zu sehen kriege. Da werde ich alle Tage das Zarväterchen sehen und tausend solche schöne Dinge. Zum Beten und Glauben, wie du sagst, habe ich immer noch Zeit genug, wenn ich einmal zurückkomme. Wer weiß, ob du dann noch Zeit haben wirst? Wer weiß, ob du nicht vorher stirbst? Denke an mein Wort. Jesus sucht jetzt deine Seele. Er hat dich lieb und möchte dir gerne von all deinen Sünden helfen. An diesem Abend feierte die kleine Betgemeinde eine ungestörte Versammlung, da der größte Teil der Dorfbewohner sich in der Schenke oder um dieselbe versammelt hatte, um wüste Gelage zu feiern. Heftiger Nordoststurm fegte über die Steppe, zerrte hier an den Stalltüren, dass die flapperten, oder dort an dem Strohhaufen, als wolle er handvollweise das Stroh herausrupfen. Umso traulicher war es in Igors Stube. Sie merkten über dem Lesen, Beten und Reden nicht, wie die Zeit verging. Da, es mochte halb Mitternacht sein, rief der Alte plötzlich, »Igor, höre auf und sieh doch, wie es so plötzlich so hell wird. Das muss Feuer sein.« Alles stürzte hinaus, und richtig, da sah man die Strohschober des Kirchenältesten in Flammen stehen. »Was nun tun?« 9/10 der Dorfbewohner waren betrunken und hätten sich jetzt doch nicht zu Löscharbeiten geeignet. Außerdem herrscht bei vielen der stumpfen russischen Bauern der Aberglaube, dass man eigentlich gar nicht löschen dürfe, sondern dass es Gottes Wille sei, wenn es Feuerschaden gibt, und man sich sogar versündige, wenn man einem solchen Gericht Gottes vorgreifen wollte. »Die anderen zu rufen lohnt sich nicht«, sagte Igor. »Wir sind 6 Personen. Lasst uns in Gottes Namen anfangen. Ich habe bei den deutschen Kolonisten bei einem großen Brande gelernt, wie sie das machen. Tante, hol die Schaffelle vom Boden und holt aus den Nachbarhäusern Blecheimer herzu. Nikita,
Vergiss nicht auch, eure große Leinwand, die ihr im Sommer über den Dreschplatz gespannt habt, mitzubringen. Bald stieg Igor, der ein nasses Schaffell um den Kopf gebunden hatte, mit anderen Fellen in der Hand, auf einer Leiter an den brennenden Strohhaufen hinauf, um mit den nassen Fellen das Feuer zu ersticken. Die anderen mussten eine Kette bilden, um Wasser aus dem nahen Bach im Eimer heraufzureichen. Auch die nasse Leinwand wurde über eine Ecke des brennenden Haufens geschlagen und dämpfte die Glut. Allmählich kamen auch einige andere, Frauen und halb erwachsene Kinder dazu, und die Löscharbeit war im vollen Gange. Plötzlich schrie einer: »Da, zwischen den beiden brennenden Haufen bewegt sich etwas! Da muss ein Mensch drin stecken!« Und wirklich, im nächsten Augenblick ertönten Jammerrufe von der Stelle her. Kurz entschlossen gleitet Igor am brennenden Haufen hinunter und zieht den um Hilfe Schreienden aus dem Bereich der Flammen. Seine Hände, Bart und Augenbrauen waren versengt, aber der Mensch war gerettet. Es war der älteste Sohn des Kirchenältesten, der in der Trunkenheit mit brennender Pfeife hier niedergetaumelt war und den ganzen Brand verursacht hatte. Der heftige Wind erschwerte die Löscharbeiten, und obschon jetzt über 20 Personen eifrig die Eimer herreichten, kam man doch nur langsam von der Stelle. Jetzt hatte offenbar mancher Betrunkene von der Schenke her die Flammen entdeckt und kam brüllend nach gestikulierend zur Brandstätte. »Natürlich, der Igor«, schrie einer, »du hast wohl angesteckt, du Unglücksmensch, das lernst du wohl aus diesem großen Buch.« Im Nu war die ganze Ordnung gestört durch die sinnlos dazwischen taumelnden und schreienden Leute. »Hier ist keine Minute zu verlieren«, kommandierte Igor. »Komm, Nikita, pack an, wir sind stärker als diese, wir wollen sie schnell in den Schuppen sperren.« Und mit Aufbietung aller seiner nicht ungewöhnlichen Kräfte drängte, zerrte und stieß er die Störenfriede in den Schuppen, wo die Tür hinter ihnen zugeschlagen und verriegelt wurde. Ungeachtet ihres Tobens und Klopfens, das aber immer schwächer wurde, weil die meisten zu sinnlos betrunken waren, ging jetzt die Arbeit wieder weiter. Jetzt kam auch der Kirchenälteste, schwer betrunken von der Schenke her, aber der Anblick seines brennenden Besitzes ernüchterte den Mann mit einem Schlage. Und als er sah, wie hier gearbeitet wurde, griff er tatkräftig mit an. Auch hörte er von den Frauen, wie Igor seinen Sohn, der an dem ganzen Unglück schuld sei, eben gerettet habe. Es gelang dem stundenlangen und unausgesetzten Bemühen, der Flammen Herr zu werden. Und als im Osten der Himmel eben anfing, sich zu färben, erlosch die letzte Flamme. Es war natürlich, dass diese Tat Igors ihm eine Menge Freunde einbrachte. Ja, selbst der Kirchenälteste hatte seine Miene gegen ihn verändert und dankte ihm mit überschwänglichen Worten für das, was er ihm getan. Auch die anderen Nachbarn, die, nachdem sie nüchtern geworden waren, die Unglücksstätte beschauten, mussten einsehen: Wenn bei dem Sturm das Feuer nicht gelöscht worden wäre, hätte die eine Hälfte des Dorfes mit Hütten und Futtervorräten eine Beute der Flammen werden können. Diese große Begebenheit mag auch mit dazu beigetragen haben, dass weder der Pope noch der Jude ihre Drohung gegen Igor ausführten. Dafür wurden die wenigen Leute, die sich noch regelmäßig bei Igor versammelten, wirklich erweckt. Sie kamen in Sorge um ihr Seelenheil, und Igor bemühte sich mit Gebet und Erklärung des Wortes Gottes, ihren Seelen zurechtzuhelfen. Aber dabei sah er selbst ein, wie schwach seine Erkenntnis und mangelhaft sein Verständnis des Wortes Gottes sei. Darum reiste in ihm der Gedanke, einmal mit den 4 oder 5 Freunden eine Reise zu unternehmen, wo sie andere gläubige Russen aufsuchen und sich von ihnen belehren lassen könnten. Zuerst zog er vorsichtig Erkundigungen ein, wo solche Versammlungen beständen. Da musste er zu seinem tiefen Schmerz inne werden, dass weit und breit, das heißt etwa 10 Meilen in der Runde, in keinem Dorfe auch nur das geringste von solchen Erweckungen bekannt war. Außerdem nahm man seine Fragen auf dem Jahrmarkt oder im Einkehrhof der Stadt eigentümlich auf, und es war wieder bezeichnend für seine und seiner geistlichen Brüder Lage. Man hielt ihn für einen Spion der Regierung, der den verhassten Stundisten auf die Spur kommen wollte. Er musste es anders anfangen.
In solcher Verlegenheit konnte nur ein Jude helfen und er kannte einen reisenden Butterhändler, der viel weiter im Lande umher Bescheid wusste als sonst irgendjemand. Den suchte er bei seiner letzten Fahrt in der Stadt auf und fragte: Jankeles, wollt ihr 3 Rubel verdienen bei einer Sache, wo ihr keine Mühe habt? Lieber 300, lachte Jankeles und kniff eins von seinen verschmitzten Augen zu. Aber ihr müsst auch ganz reinen Mund halten, setzte Igo ernst hinzu. Auch das kann man, sagte der Jude. Denn wer ein Geschäft machen will, der muss sein auf der einen Seite wie ein Grab und auf der anderen Seite wie eine Elster. Also, was habt ihr für mich für ein Geschäft? Ich hab gedacht, fuhr der junge Russe zögernd fort, dass ihr viel herumkommt im Lande und jetzt vor Weihnachten werdet ihr gewiss eine große Fahrt antreten, um die rarer werdende Butter für die großen Städte einzusammeln. Da wollte ich euch bitten, überall, wo ihr in den Butterdörfern kommt, ein Auge darauf zu haben und so ganz gelegentlich euch danach zu erkundigen, ob es da nicht Leute gibt von der neumodischen Sekte der Stundisten. Der Jude riss die Augen auf und sah Igor von oben bis unten an, schüttelte dann den Kopf und schloss die Türe zu. Dann kam er auf seinen Besuch zu und sagte mit gedämpfter Stimme: Also entweder bist du ein Stundist, und dann tust du mir leid, denn denen geht es schlecht, wo die Jagdhunde, die Polizeibeamten dahinter kommen. Oder aber du bist ein Geheimpolizist, aber ein Dummer, und fängst die Sache am verkehrten Ende an. Igor schwieg einen Augenblick. Dann aber sah er sein Gegenüber fester an und sagte ruhig: Jankeles, schämt ihr euch, ein Jude zu sein? Nein, sagte der Gefragte mit begeisterndem Aufleuchten seiner Augen. Was soll ich mich denn schämen? Warum soll ich mich denn schämen, fuhr Igor fort. Darüber, dass es Gott gefallen hat, mir die Augen aufzutun über meine Sünden und er mir weiter meinen Heiland gezeigt hat, dass ich in ihm Frieden und Trost gefunden und seitdem ein neues Leben führen kann. Genug, genug, unterbrach ihn der Jude. Haltet mir keine Predigt. Ich kenne das. Ich weiß jetzt, weshalb ihr das wissen wollt. Schön, da legt eure 3 Rubel nur gleich auf den Tisch, denn dazu brauche ich keine Reise zu machen, um euch sofort zu sagen, wo im Umkreis unseres ganzen Gouvernements Studisten vorhanden sind. Da ist in Jegorkowka, dem großen Gut des Fürsten Platzkow, eine kleine Versammlung solcher Leute seit einem Jahr ungefähr. Dann, nicht weit von der Eisenbahnstation Tischgirin, liegt ein Pachtdorf, wo über die Hälfte der Leute so zusammenkommen zum Lesen und Beten. Aber das ist ja für euch viel zu weit. Und wer weiß, ob diese einfachen Leutchen euch besonders gefallen würden. Ich weiß was Besseres. Und das ist auch nicht so weit. Kennt ihr auf dem Wege nach Borisow die Stelle, wo die Landstraße über den Fluss führt? Rechts von der Brücke biegt ein kleiner Fahrweg ab, der sehr wenig benutzt wird. Wenn ihr dem nachfahrt, kommt ihr ganz hinunter an den Fluss und hinter der nächsten Uferecke, vielleicht eine halbe Stunde zu gehen, mag es von der Brücke sein, liegt versteckt in Erlen und Weidengebüsch eine schöne große Wassermühle. Der Müller dort ist von so einer Sorte und zwar, wie ich gehört habe, einer der ersten und klügsten. Es ist schon vorgekommen, dass die Deutschen aus der Umgegend zu ihm gefahren sind und haben um Rat gefragt, wenn sie unter sich Streit hatten. Und das wisst ihr doch, dass die Deutschen ein stolzes Volk sind und sich 10-mal besinnen, ehe sie einen Russen zur Schlichtung ihrer Streitigkeiten anrufen. Ich habe einmal bei ihm genächtigt und da hat er mir wohl sehr gutes Essen gegeben und sehr gutes Futter für meine Pferde. Aber ich kehre nicht wieder bei ihm ein, denn er hat gleich an mir herumgearbeitet und mir alle meine Sünden vorgehalten, als ob er vom lieben Gott bezahlt sei, mich zu bekehren. Ich glaube, wenn er mich noch ein paar Tage beherbergt hätte, dann hätte ich mich von ihm lassen schmattern im Fluss. Also, heraus mit den 3 Rubelscheinen und dann fahrt zu dem Müller. Igor legte die grüne Banknote auf den Tisch und im nächsten Augenblick hatte der Jude sie schon eingesteckt.
Als Igo ihn bat, von der Sache zu schweigen, blies er sich stolz auf und sagte: Was denkt ihr denn von mir? Ha, wenn ich wollte ein Spitzbube und Spion sein für die Regierung, dann hörte mein guter Name bei all diesen 100 Kunden auf. Ihr sagt immer, dass die Juden betrügen. Was heißt betrügen? Wenn die dummen Schafe einen bitten, man solle sie scheren, dann tut man ihnen den Gefallen. Aber Schlechtigkeiten, das machen wir nicht mit. Wir wissen sehr gut, warum wir mit all den Leuten auf dem Lande zusammenhalten. Ihr wisst ja, was das Wort sagen will. Eine Hand wäscht die andere. Jetzt aber macht, dass ihr hinauskommt, und wundert euch nicht, wenn ich das nächste Mal mich von euch fernhalte, wenn ich in das Dorf komme, wo ihr wohnt. Denn der Jude, der bei euch die Schenke hält, ist Spinnefeind auf diese frommen Brüder. Denn warum? Sie verderben ihm das Geschäft. Wenn ihr Butter zu verkaufen habt, dann müsst ihr sie woanders hintragen. Ich suche das nächste Mal keinen von euch auf. Igor dankte und ging. Und nun war sein Sinnen und Trachten nur darauf gerichtet, zu jenem alten Müller zu fahren. Freilich war die Entfernung immerhin eine beträchtliche. Es mochte fast eine Tagesreise sein bis dahin, und das will bei dem schlechten Wegen und der unsicheren Witterung im Dezember und der südrussischen Steppe schon etwas bedeuten. Eines seiner Pferde war so stark, dass es auch einer schweren Tour gewachsen gewesen wäre. Aber alle Wagen sind hier ja zweispännig eingerichtet. Und wer von seinen neuen Freunden konnte denn ein gutes, starkes Pferd neben das seinige spannen? Also musste gewartet werden, bis Schnee fiel. Dann war freilich die Reise ein Kinderspiel. Zu Hause wurde die Angelegenheit mit den anderen Brüdern noch beraten, und dann freute man sich wie auf ein Fest, auf die Gelegenheit, dorthin zu fahren und sich einmal im Geistlichen stärken zu können.